Wir sind jetzt gerade von der Werft zurück. Wir haben ein paar neue Planken eingesetzt, die so ein bisschen angerottet waren. Jetzt ist wieder alles neu gemacht. Wir liegen jetzt hier, das Schiff wird wieder sauber gemacht. Die Leute sind am Deckwaschen, wie man hier ja auch sehen kann. Das Schiff ist soweit in Ordnung. Wir haben alles bestens wieder in Farbe. Wir könnten zu jeder Zeit losfahren. Also wir sind jetzt ja gerade von der Behrenswerft runtergekommen. Früh am Morgen mussten wir abschlippen. Wir waren auf der, mit dem Landrat Küster auf der Behrenswerft, weil nach so vielen Jahren an der Steuerbordseite im Bereich unseres Auspuffs eine Planke verrottet war. Also an diesen Nägeln kann man sehen, dass die Planken, die herausgekommen sind, wirklich alte Planken waren. Man kann nicht sagen, ob die vom Ursprung des Schiffes vor 130 Jahren noch sind oder ob die vielleicht zwischenzeitlich mal erneuert worden sind. Aber es wurden lange Zeit und auch bis zur Restaurierung des Schiffes hin noch solche Nägel verwendet. Das macht man heute nicht mehr.